Songbook 6.2. Was ist neu in dieser Version? Man kann ganze Bücher importieren und exportieren. Es gab ein Update in der Dokumentenanzeige. Es gibt eine ganz neue Funktion des MIDI-Routings und MIDI-Through. Dann kann man die Loop-Punkte jetzt auch mit den anderen Songbooks synchronisieren und ein Loop auch nach vorne springen lassen. Und auch neu Bilder anstatt nur Videos auf dem Monitor anzeigen lassen. Benutzt man mehrere Bücher, dann kann man ein Buch komplett exportieren. In meinem Beispiel habe ich hier drei Bücher: Sheets, Piano und Kirche. Ich wähle jetzt mal die Kirche aus und bei Bücher bearbeiten, wenn ich dann bei Kirche auf die drei Punkte klicke, erscheint dieses Dialogfenster. Da kann man den Inhalt löschen, den Inhalt in ein anderes Buch kopieren und dann das Ganze exportieren und importieren. Drücke auf Exportieren und hier kann ich auswählen, ob das nur die Songdaten sind oder das komplette Buch mit Inhalt. Das tue ich jetzt, das dauert jetzt einen Moment und hier kann ich auswählen, wo das dann gespeichert werden soll. Ich entscheide mich für In Dateien sichern und dann öffnet sich die Dateien-App. Hier wähle ich den richtigen Ordner aus. Dann kann ich das noch benennen und dann auf Sichern gehen. Und das war's. Dann wird das in der Dateien-App gespeichert, in meinem Fall in der iCloud. Möchte ich dieses Buch wieder importieren in ein anderes Songbook Plus, dann wähle ich hier wieder unter mehreren Büchern ein Buch aus, klicke auf die drei Punkte und dann kann ich da draufklicken, Buch aus Datei importieren. Da wieder auswählen, ob nur die Songdateien oder das komplette Buch samt Inhalt. Suche da, wo ich das gespeichert habe. In meinem Fall ist es da dieser Ordner. Wähle da wieder Kirche aus. Klicke auf Öffnen. Und dann wird das importiert. Und das war's auch schon. Jetzt brauche ich nur noch das richtige Buch auswählen, weil ich das im dritten Buch importiert habe. Und da sind alle meine Dateien. Das ist auch eine Möglichkeit, um mehrere Songs gleichzeitig teilen zu können. In der Dokumentenanzeige sind jetzt mehr Felder zur Auswahl, die an den Ecken und Rändern eingeblendet werden können, dazugekommen. Die Art ist jetzt genau andersrum. Links sind die Positionen und rechts, was angezeigt werden soll. Die bisherigen Einstellungen sollten automatisch übernommen werden. Und so kommt man zu den Einstellungen über das Rädchen auf Dokumentenanzeige und dann scrollt man ein bisschen runter. Bei Einblenden von Zusatzinformationen findet man all diese Möglichkeiten. Neu dazugekommen ist das MIDI-Routing. Hat man mehrere MIDI-Geräte an das iPad angeschlossen, möchte man vielleicht manche Befehle nur an ein bestimmtes Gerät schicken, statt an alle. Und hier sind die Einstellmöglichkeiten. Über das Rädchen, dann bei dem Klick auf MIDI, kommen wir zu den Einstellungen und da finden wir MIDI-Routing. Oben ist MIDI-Ausgang für MIDI-Player, da kann man auswählen, welche Ausgänge angesprochen werden, alle oder meine angeschlossenen Geräte. Und das gleiche gilt für die MIDI-Rädchen, das APC-Key und das Wave-State. Das sind meine Keyboards, die gerade angeschlossen sind und das Ganze nochmal für die Keyboard-Steuerung. Dann gibt es noch das Mapping für MIDI-Ausgänge A bis E. Da kann man ebenfalls dann die angeschlossenen Geräte auswählen. Man hat dadurch die Möglichkeit, quasi global die Ausgänge einem Gerät zuzuweisen und bei den MIDI-Befehlen in den Songs fest einzelnen Ausgängen zuzuweisen. Das heißt, wenn man dann am Ende ein Gerät tauscht, dann definiert man einfach den Ausgang einem anderen Gerät zu, aber alle Befehle bleiben im Song, wie die sind.
Noch eine schöne neue Funktion ist MIDI Through. Das bedeutet nichts anderes als ein MIDI-Befehl weiterzuleiten. Das Ganze finden wir in den MIDI-Routings weiter unten. Hier definiere ich den MIDI-Eingang meiner PC-Key 25. Die Befehle, die reinkommen, sollen das an die Netzwerk-Session 1 weiterleiten. Also sprich, es bleibt im iPad. Beim zweiten wähle ich wieder das APC-Key 25 aus und jetzt soll es die Befehle an das Wavestate senden. Um zu sehen, welche MIDI-In-Befehle wirklich reinkommen, wenn man da auf die drei Punkte klickt, hat man hier die Möglichkeit, den MIDI-Bluetooth-Monitor zu aktivieren. Und da kann man ganz genau sehen, was genau angeschlossen ist, welche Befehle das Songbook Plus wirklich empfängt. Da sieht man unter anderem meine beiden Keyboards. Jetzt drücke ich auf dem APC-Key einfach mal ein paar Tasten. Da kann man dann genau sehen, welche Taste und wie fest und so weiter. Auf Channel 2. Jetzt drehe ich mal einem Rädchen, das ist dann auf Channel 1. Da werden alle Werte angezeigt. So kann man genau sehen, was da in Wirklichkeit passiert. Diese Funktion erweitert das ganze MIDI-Geschehen ungemein. Viele neue Keyboards haben nur noch ein MIDI-In und ein MIDI-Out. Songbook Plus ersetzt diese fehlende dritte Buchse. Und das Ganze zweimal. Um die Loop-Punkte mehrerer iPads zu synchronisieren, gehen wir auf das Rädchen bei Songbook-zu-Songbook-Verbindung und aktivieren Sende-Loop-Punkte. Und bei den anderen iPads sollten wir dann Akzeptiere-Loop-Punkte aktivieren. Es sollte klar sein, wer ist der Sender und wer ist der Empfänger. Eine neue Funktion ist, die Loop-Punkte auch nach vorne springen zu lassen. Hier ein Beispiel, wenn der Song bei dem zweiten Punkt angekommen ist, springt er direkt zu dem dritten und lässt das Stückchen zwischen 2 und 3 einfach aus. Da ist der Fortschrittsbalken und in dem Moment springt er jetzt nach vorne und spielt direkt ab 3 weiter. Dann aktiviere ich den vierten und wenn er bei 4 angekommen ist, springt er wieder zurück zu dem dritten. Um diese Funktion zu ermöglichen, gehen wir auf das Rädchen und dann ganz unten auf Anderes. Und dann scrollen wir ein wenig nach unten und da unter Anderes Loop-Funktion mit Positionsmarkern und darunter auch vorwärts springen. Das sollten wir dann aktivieren. Dann können die Loops auch nach vorne springen. Hier nochmal ein Bild zur Verdeutlichung. Ist das Feature nicht aktiviert, funktioniert alles wie bisher. Wenn das Feature eingeschaltet ist, wie auf dem rechten Bild, und sich beide Punkte in der Zukunft befinden, reagiert das Songbook anders, also neu. Statt einem Rückwärtssprung wird dann ein Vorwärtssprung zwischen diesen beiden Punkten eingeplant und mit einem Vorwärtsfall angezeigt. Ebenfalls neu ist die Funktion, eine Bilddatei anzeigen zu lassen anstelle eines Videos. Über das Rädchen und dann, wenn man Medienplayer auswählt, ganz unten unter Videodateien kann man eine Bilddatei als Video zulassen. Mit Songbook Plus ist es schon lange möglich, für das Publikum die mit dem Songs verknüpfte Videodatei auf einem externen Monitor anzuzeigen, während auf dem iPad die PDF mit den Lyrics und Noten läuft. Nun hat man die Möglichkeit, bei Song bearbeiten bei der Videodatei ein Bild auszuwählen. Und dann wird das als Standbild, als quasi Video wiedergegeben. Viel Spaß mit diesen neuen coolen Features und vielen Dank an Matthias Bauer für die stete Weiterentwicklung dieser schönen App. Bis bald!